aller Welt, hier Alex aus Wien. Dieses Mal nicht mit einer Tabakvorstellung, sondern ich habe einen Pfeifenkanal. Ich habe mir gedacht, ich stelle euch jetzt wieder ein paar Pfeifen vor. Pfeifen, die ich mir in der letzten Zeit gekauft habe. Und unter anderem auch meine ersten zwei V1s. Wem das interessiert, dranbleiben. Mal die Schachtel. Edel Faulen Jahrespfeife. Und wo ist die Pfeife? Macht's spannend. Da ist sie. Also ein herrliches Teil. Eine handwerklich sehr schön gemachte Pfeife. Hat ein eigenes V1-Pfeifenzeichen oben. Doppelte Pfeifen. Umgedreht, also nicht nur Weißpunkt, sondern auch Jahrespfeife. Hier habe ich noch ein paar Fotos gemacht. Da kommt es schön heraus. Ich bin wirklich überrascht gewesen. Wir haben V1-Pfeifen nicht so besonders gefallen. Ich habe damit ein Problem gehabt, weil sie für mich zu klassisch waren. Und ich habe einfach keinen Zugang dazu gehabt. Und dass es diese Pfeifen nur mit Filter gibt, das widerstrebt mir. Bei der habe ich Ausnahme gemacht und bin sehr zufrieden damit. Ja, damit es nicht so fad wird. Und weil einige Pfeifen vorhanden waren, habe ich mir gleich eine zweite gekauft, die mir sofort ins Auge geschienen hat. Eine neue Serie von V1. Und da drinnen ein Prachtstück. Wie gesagt, ich zeige euch das dann alles mit Fotos. Ihr könnt sie da auch schon sehen. Sie ist etwas dünnwandig. Und gehört zur neuen Serie, die auch mit diesem, ist ein Weißpunkt. Und es hat diese neuen 6mm Filter. Für mich als Nicht-Filterraucher natürlich nicht relevant. Bei mir fliegt das 6mm Filter sofort raus. Ich rauche die sicher ohne Filter. Und wie gesagt, das ist halt das Problem, das ich mit V1 habe. Es gibt keine Pfeifen ohne Filter, und warum soll ich mir dann eine V1-Pfeife kaufen, wenn ich dann erst wieder einen Umbau machen soll? Das heißt, diese zwei haben mir so ins Auge gestochen, dass ich dafür eine Ausnahme gemacht habe. Und ich freue mich schon drauf, sie zu rauchen. Zwei edle Pfeifen aus deutschen Landen habe ich schon gezeigt. Und jetzt kommt die, die vergraben war, die ich durch Zufall nur gefunden habe. Normalerweise schläft sie in dieser edlen Box. Das ist eine Sherlock Holmes. Herrlich ausstaffiert. Und The Beauty Herself. Was soll ich dafür dazu sagen? Eine ausgezeichnete, herrliche Pfeife. Die habe ich natürlich schon geraucht. Also die, da habe ich mich nicht zurückhalten können. Mit einem schönen, schauen wir mal, ob er das schafft, Ring. Schöner Silberring. Ich hoffe, ihr habt das im Foto, bringt es besser raus. Mit einem schönen kleinen Petersen-Löhmer. Und da habe ich schon den, das war ursprünglich auch gefiltert, da habe ich schon den anderen Filter hineingemachen lassen. Aber das mache ich natürlich nur für Petersen. Raucht sich extrem angenehm, hat natürlich doch sehr viel Holz. Und
da rauche ich einen meiner wiederkehrenden Tabake, muss ich sagen. Passend zu Sherlock Holmes, den Peterson Sherlock Holmes. Ein ausgezeichneter Tabak, den ich früher geraucht habe, den ich einfach aus den Augen verloren habe und den ich jetzt wieder mit Genuss rauche. Aber da das ja nur eine Pfeifenvorstellung ist und kein Tabak-Review, sage ich gar nichts mehr dazu. Ja, um die Dramaturgie noch ein bisschen zu steigern, habe ich jetzt noch das Outfit ein bisschen geändert und ich hoffe, ihr habt noch Zeit, um euch die letzte anzuschauen, die letzte Pfeife, die ich durch Zufall in einem Video gefunden habe. Ihr wisst ja, den Phil Rivara, den schätze ich sehr und der hat mir seine Videos angeschaut und der hat unter anderem eine Pfeife vorgestellt, die einfach zu mir passt. Die hat auch geschrien, hier, nehme ich mit und was liebe ich? Polka-Pfeifen. Und wie ich die gesehen habe, habe ich ihm sofort angeschaut und gesagt, Phil, gibt es die Pfeife noch? Sagt er, natürlich kannst du sie haben. Sie gehört dir. Und hier ist sie. Also ein so schönes Stück, dass das nicht gekauft wird, das verstehe ich nicht. Herrlich gearbeitet. Da unten das Phil Rivara Zeichen. Ich bin richtig happy darüber. Ich habe sie noch nicht geraucht, weil ich noch nicht ganz sicher bin, welchen Tabak ich da drinnen rauchen werde. Dazu werde ich wahrscheinlich ein Video machen müssen. Und zu dem lade ich euch schon herzlich ein. Das war's von mir. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich habe noch ein paar Fotos mit meiner schönen großen Kamera gemacht, die teilweise in diesen Filmchen auftauchen und die übrigen hänge ich hinten dran. In diesem Sinne wünsche ich euch alles Gute aus Wien, gesund bleiben, auf die Ehre.